Okay, kommt jetzt an ihre Füße ran. Ganz gut aus. Aber ich kann das viel besser. Von vegan. Vegan. Das wird nicht am frühen Morgen. Das Zimmer kann man eh nicht filmen. Musik haben. Oh. Willst du Musik? Es kann aber noch was viel besseres als das alles. Musik. Oh Gott, sie freut sich. Guten Morgen. Die nächste Woche beginnt, der nächste Vlog beginnt. Ich glaube, ich mache so Wochenvlogs. Mal schauen, wie sich das macht. Wie treu mir meine Fans bleiben bei Wochenvlogs. Im Winter ist es halt vielleicht mal so. Vielleicht kommt noch ein kleines Video zwischendurch, müssen wir mal schauen. Das ist alles in den Sternen. Ich mache das mal so einfach, wie ich denke, und dann werden wir ja sehen. Kinder sind weg. Wir haben schon Dienstag. Gestern ist ja nichts passiert. Obwohl, stimmt ja nicht. Gestern hatte ich ein Interview. Oh, ja. Ja, auch die untere Fernsehkaste hat sich jetzt an mich gewendet. Und zwar wollten die erstens Malis haben für ein Format. Aber sowas ist eigentlich nicht für uns. Also sowas, das möchten wir nicht. Also sowas wie Frauentausch, mein Kind, dein Kind. Was gibt's denn da noch? Na, vergleichbare, ihr wisst schon. Super Nanny. Oder sowas in der Art. Also sowas ist überhaupt nichts für uns, weil da werden die Leute ja gerne mal vorgeführt und so. Und da wollen wir uns nicht daran beteiligen. Also da sind wir völlig die falschen Ansprechpartner. Wir haben natürlich eine interessante Familienkonstellation, dadurch, dass wir ja insgesamt 5 Kinder haben. 4, die noch bei uns wohnen, in einer Zweiraumwohnung, alles sehr beengt. Dadurch noch, dazu kommt noch mein Hobby mit den Antiquitäten, dass das alles sehr anders aussieht als bei anderen in der Wohnung. Ja, also es ist nicht der typische Einrichtungsstil, den man so erwartet heutzutage. Dazu kommt natürlich noch die Arbeit. 12 Stunden am Tag, dass ich kaum zu Hause bin eigentlich. Natürlich, ich verstehe, dass das interessant ist, aber sowas wird wahrscheinlich gerne auch mal dann ausgeschlachtet da und so. Und das wollen wir halt nicht. Und da hat Malis dann auch dankend abgelehnt und das fand sie zwar schade, aber so ist es. Dann hatten wir noch für Sat.1, kam eine Anfrage von über oder für Sat.1, keine Ahnung, für eine Doku über den Fahrradladen. Also was wirklich so fahrradtechnisch so Fahrradtechnik angeht. Und da habe ich erstmal zugesagt. Habe ich erstmal gesagt, damit habe ich kein Problem. Müssen wir schauen. Ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was da so bei rumkommt. Interview habe ich gestern gemacht. Dafür schon. Und wie so ein kleines Probevideo haben sie gedreht. Und jetzt werde ich mal sehen. Er schickt mir eigentlich das Video mal zu. Das Videomaterial oder das geschnittene Video. Das weiß ich eben noch nicht. Vielleicht macht das nicht. Das sind ja alle so Scouts, die so losgeschickt werden. Das ist ja gar nicht mehr. Letztlich hast du mit den eigentlichen Produzenten ja nichts mehr zu tun. Die lerne ich ja noch nicht mal mehr richtig kennen eigentlich. Außer du bist wahrscheinlich dann in so einer, so wie D-Max oder so, dass du echt eine Serie kriegst oder so. Und dann lernst du auch mal den Hintergrund kennen. Aber ansonsten sind das alle irgendwelche Leute, die geschickt werden, irgendwelche Kamerateams. Und die begleiten dich dann halt da mal ein paar Tage und dann ist gut. Also so angesetzt ist für die Doku zum Beispiel 2 Tage nur Drehzeit. Länger darf sowas nicht dauern. Ist ja dann auch immer nicht lang. Und der Verschleiß in der Medienwelt ist ja enorm. Also das, was die an Material brauchen und produzieren müssen, damit die Leute irgendwie gesättigt werden, ist ja ein Wahnsinn. Ist ja nicht mehr, dass irgendeine Doku. Also ganz selten, dann läuft sie im Kino, aber auch dann werden wirklich Monate investiert in so eine Doku. Ja, aber ansonsten ist das ja eine Doku, ist ja nicht mehr Doku. Das ist ja. Auch klar, damit manchmal nur 2 Tage gedreht und dann ist die Doku fertig.
so ist es. Gut, okay, alles klar. Dann merk mal los. Jetzt gibt's Frühstück zu Hause. Jetzt schlucken. Jetzt spucken. Jetzt hast du so. Das war so lustig. Perfekt gespielt. Der saß halt nur so da. So. Ja, naja. Du rennst dir den Kopf und Stoffel. Hallo, mein Sohn. Das war zu witzig. Ey, da wuchs das hin. Der Gummiband. Der Gummiband. Gut, hier nicht leisten. Das ist kein Baum aus Gummi. Das ist ein Gummibaum. Hier kommt die Bussessin. Die Bussessin. Die Bussessin. Der Bussessins. Nee. Lachen. Gekitzelt werden. Ach komm, Gott sei Dank, weint so, ja. So schlimm, dass die Kinder schon geguckt haben, was los ist. Ja, Marlies hat gestern Lachanfall bekommen, ohne Ende. Bei diesem wunderschönen neuen Film auf Netflix. Der Bussessin. Ja. Absolut empfehlenswert, wenn man schlechte Serien sehen möchte. Also ich habe noch nie, also seit langem, sagen wir mal, nicht mehr so einen schlechten Film gesehen. Es war wirklich lustig. Der aber gleichzeitig so lustig war. Weil auch diese Attrappe von diesem Hirsch oder was. Der ist frisch geschossen, der hat einen Hirsch geschossen im Wald. Frisch geschossen, der war stockesteif und eigentlich war es nur ein Fell mit irgendwie Styropor ausgestopft oder so. Also das war zu lächerlich. Zu lächerlich. Und das war nicht mit, ist nicht mit Absicht so. Das war keine Komödie. Das ist keine Komödie. Genau, ist nicht hier Monty Python oder sowas. Aber es war schon nah dran. Wir haben auf jeden Fall so gelacht, dass oh, die Kinder Mann, ja. schon geguckt Die Kinder was. Kamen und haben gesagt, was ist los, was ist los? Hat sich angehört, als wenn du weinst. Und Mama sagte, ja, ich weine ja auch. Vor Freude. Das war so lustig. Also, aber sowas hat man echt schon lange nicht mehr erlebt. Nee, voll den Lachkrampf hat sie bekommen. Fast eine Folge lang durchgewirrt. Und man kann sie so schön triggern. Ich bin sofort da drin, hör auf. Dieses Kind. Naja. Der Wussessen. Wie gesagt. Okay, wir packen also Sachen ein in Kiste irgendwie. Kiste, immer noch Fragezeichen. Was machen wir da? Ich persönlich hasse ja Bierkrüge, außer die sind wirklich sehr ausgefallen. Es gibt ja wirklich sehr schöne Bierkrüge, aber die sind auch dünn gesät. Aber so Bierkrüge an und für sich, so diese Sammler, die meisten Sachen sind nicht sehr gut. Das ist einer von 1933, ein Bierkrug, ja, deutsches Tonfest, 1933, sowas ist schon okay, oder hier von der Neuen Welt. Neue Welt, Bierkrug, der ist auch gut, weil es eine geschichtsträchtige Restauration ist. Das hier ist ein Kitschkrug, Mettlach, wahrscheinlich signiert ist er auch. Hier irgendwo ist eine Signatur da. Der ist nicht so genial und das habe ich einfach nur genommen, weil es ein Radlermaß ist. Also ein Maßkrug für einen Radler. Damit ist nicht der Radfahrer gemeint, sondern das Radfahrergetränk. Das ist Radler.
passt zum Laden, deswegen habe ich ihn einfach da. Bierkrüge, einmal, was haben wir denn? Ja, und das mache ich jetzt die letzten Tage halt schon. Eigentlich, und da seid ihr die ganze Zeit nicht mit dabei, weil es einfach auch eine Sache ist, die natürlich nicht unbedingt interessant ist, wirklich den Tag lang zuzugucken, wie ich hier Dinge aus den Schränken rausräume, aussortiere, wegpacke. Was kann denn hier noch weg? Was ist denn noch nicht so hübsch? Oh, so schick. Ich will das hier alles ein bisschen aussortieren, ein bisschen ausdünnen. Hier meine Vase, die kommt weg. Ja, ich will die Wohnung nämlich hier ein bisschen leerer kriegen. Und wir haben unser Adventsessen ja hier. Das ist ja immer unser Ort, wo wir Adventsessen machen. Die Vase hier zum Beispiel. Ja. Die kommt jetzt weg. Das ist eine schöne Emaillearbeit, ja. So eine Lava aus der Lava-Zeit, aus den 70er Jahren. 60er Jahren. Gar nicht so schlecht. Italien, Marino, aber erstmal weg. Next one. Haben wir hier eine, das ist eine Glasvase hier. Das müsste eine Eich sein. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Meines Erachtens ist es eine Eichvase. Wirklich sehr schön gemacht mit diesem irisierenden Glas. Irisierend heißt, dass es so ein bisschen reflektiert. Also diese Changierung der Farbe, also diesen Farbwechsel hier drin, der ist halt irre. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr den so seht. Jetzt die Reflektion muss halt doch stimmen, damit man es sieht. Na, aber es ist wirklich schön. Schöne Vase. Die kommt auch weg. Dann den hier, den finde ich ja furchtbar hässlich. Er ist 30er Jahre, ja, ungefähr. Hat er, ist ein Jäger, wie man sieht, der zur Jagd bläst. Es ist minimal bestoßen hier oben in der Lasur sogar. Nur ein kleiner Lasurfehler könnte es auch sein. Aber ich denke, es ist einfach ein bisschen bestoßen. Hat einmal so ran geditscht, dick und das war's. Das ist weg. Ansonsten schön erhalten, gut erhalten. Ja. Ah, hier hat er auch einen. Da unten hat er auch so einen kleinen. Ja. Ja, aber ich finde den hässlich eigentlich. Das ist eine reine Sache, die ich mal gekauft habe, weil es mir leid tat, ehrlich gesagt. Der war in so einer Grabbelkiste drin und wahrscheinlich ist er sogar in der Grabbelkiste bestoßen, ne? Da oben und dort. Es gibt Leute, die mögen sowas. Na, stellt euch vor, ihr habt einen Jäger oder einen Förster in einer Bekanntschaft, Verwandtschaft oder so, wollt ihr ein gutes Geschenk machen zu Weihnachten etc., zum Geburtstag, die freuen sich halt auch über sowas. Das ist sowas Traditionelles. Also es gibt ja, die Geschmäcker sind ja verschieden. Mein Geschmack ist es halt nicht, aber es gibt eben Leute, die sowas toll finden. Ja, und das ist eine Keramik aus den 30er Jahren. Das ist nicht ganz schlecht. Okay. Was haben wir noch? Wunderbar. Was ganz selten ist. Es ist ein Aschenbecher in Form einer Toilette. Ja, fand ich toll. Auch aus Keramik gemacht. Wahrscheinlich von einer Sanitärbude oder so, vom Schreibtisch oder so. Ist auch ein altes Stück. Fand ich außergewöhnlich als Aschenbecher. Eine schöne große Vase, die mag ich ja sehr, die großen Vasen. Bin ich mir auch unsicher, ob ich die wegpacken soll, aber tja, Glasvase, blaues Glas, schon mal schön. Und mit einer Silberbemalung drauf, es ist Silberfarbe hier, die hier drauf ist handbemalt, ist wirklich schön gemacht, finde ich toll. Noch eine Vase, Keramik, ja, dargestellt ist der Rhein, ja, verschiedene, die Godesburg,
Ja, ist ja auch die Serie Rhein und an der Mosel, Rolandseck. Ja, genau. Ja. Ist auch ein schönes altes Stück mit Weinlaubverzierung und diesen Kartuschen, in denen eben Landschaftsbilder dargestellt sind. Hier auch ein kleiner Fruchtkorb, ja, und eben kleine Landschaftsbilder aus der Rhein. Den Rheinbogen sozusagen. Dann haben wir hier eine wunderschöne Art Deko-Kanne. Mit einer Metallmontur. Außen herum. Ein seltenes Stück in einer selten guten Erhaltung, gestempelt DRGM, also deutsches Reichsgebrauchsmuster. Was steht da? Der Hersteller MU und Q. Das weiß ich nicht, wer es ist. Ich weiß nur hier bei der Vase, diesen Porzellaneinsatz, kann man halt rausnehmen. Und der ist von Thomas Porzellan. Und der ist auch sehr gut erhalten. Meist sind die Tüllen bestoßen hier vorne oder so, ja. Aber der ist wirklich top. Und ist ein wunderschönes Stück im Art Deco. Also ist ein Originalstück. Gut erhalten. Einfach klasse. Wird jetzt aber auch eingelagert, weil wir brauchen Thomas gerade nicht. So, dann sind wir hier durch in dem Regal. Kommen wir mal zu denen hier. Hier stört mich eigentlich nur dieses Riesending. Okay. Ach, kann man ja auch noch mal zeigen. Also, was das ist, weiß ja eigentlich jeder. Denke ich mal, das ist ein altes Bode-Gefäß. Dieses Bode-Gefäß ist von Merkelbach. Merkelbach? Ja. Und hat halt eine wunderschöne Gestaltung. Der Riemer Schmidt hat viel gemacht für die. Und dann sind sie auch richtig, richtig wertvoll. Aber auch dieser Entwurf hier, der hat halt auch eine Signatur und so weiter. Und eine Künstler, 6 Liter Faster und eben so eine Seriennummer und Gestaltungsmotivnummer. Habe ich noch nicht drüber rausgefunden, so richtig. Ist auf alle Fälle nicht schlecht mit diesen Widderfüßen. Also die fand ich echt interessant gestaltet hier das Ganze. Ja, und deswegen habe ich die auch noch. Das ist keine normale Bohle. Ich habe nicht einfach nur irgendein Bohle-Gefäß, sondern das ist schon so ein bisschen künstlerisch wertvoller, finde ich. Aber wer bin ich schon? Was weiß ich schon? Auch weg hier. Stempel und Stempelkarussell. Ja, kennt ja auch jeder, wo ich jetzt eigentlich Honig zeigen. Also weiß ich nicht, ob ich jeder kennt. Heutzutage wird sowas natürlich nicht mehr verwendet, ne? Aber Stempel und ein Stempelkarussell, das fand ich schon nicht schlecht. Vor allem mit den Stempeln Kopie, mit dem Stempeln Vorsicht Kunst und Drucksache und so, also so. Ja. Zahlbar netto Kasse innerhalb 10 Tage, nur zur Verrechnung. Und von dem Künstler nochmal der Name, hier, der das damals verwendet hat, den ich jetzt nicht sage. Da hätte die Familie vielleicht was dagegen. Da kann man ja auch viel Schaber mit anfangen, darf man auch nicht vergessen, wenn man natürlich Stempel, Originalstempel von den Künstlern hat. Zum Beispiel diese Nachlassstempel oder sowas, das habe ich jetzt nicht hier. Ja, gut, dann könntest du ja eine Kopie anfertigen, sozusagen. Oder kannst du ja jedes mögliche Kunstwerk einfach Nachlass sowieso stempeln. Das ist natürlich nicht gern gesehen. Stempel, Stempelkurse. Haben wir, was habe ich denn noch hier? Der Karton ist auch schon fast voll.
Kleinigkeit kann er noch rein, aber das war's dann. Wenn er mal mit Kleinigkeit rein kann, dann machen wir hier diesen wunderschönen Toaster rein. Den habe ich irgendwann mal gekauft, weil der so toll im Zustand war. Roventa. Und wir hatten mal so einen. Und Anouk hat sich furchtbar erschrocken, als sie auf einmal Puff gemacht hat und mehr oder weniger explodiert ist. Da ist nämlich irgendein Draht, hat einen Kurzschluss bekommen von diesen Heizdrähten und ist durchgebrannt. Aber der ist wirklich top im Zustand. Richtig genial, richtig wunderschön im Zustand. Der Chrom ist perfekt und alles super sauber und ordentlich mit diesen Bakelit-Kunststoffteilchen hier dran. Alles wirklich wie neu. Er ist natürlich verwendet schon worden, also er hat schon innen drin ein bisschen Gebrauchsspuren, ja. Aber er ist ansonsten hier alles andere, also tippitoppi. Aber wir verwenden ihn halt nicht. Steht auch mehr oder weniger denn als Deko um. Ein Toaster als Deko, naja. Ja, schön, klar. Der macht was her. Jetzt wird er erstmal eingelagert. Kann ich gut mal sagen, damit sind wir dann durch hier. Na, das ist doch das von Marlies. Aber ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert mit Videochat oder so. Und ich glaube, das geht nicht, weil mein Akku gerade schwach ist. So. Ja. So, wie ist das? Ich habe vorhin einen Anhänger von der Nachbarin abgestaubt. Hast du da Interesse noch dran? Willst du den haben? Kannst du also so haben. Na, so einen ganz normalen Kinderanhänger. Da hat mal ihr Sohn drin gesessen. Ja, und ich kann dir das nur anbieten. Jetzt. Du kannst ihn abholen heute bis 12. Du, mein Akku wird auch gleich abstürzen. Deswegen sag jetzt mal ganz kurz, du kannst ihn bis 12 heute abholen oder dann sind wir, wir haben heute einen Arzttermin. Dann sind wir natürlich ab 4 Uhr circa sind wir aber wieder hier. Ne? Oder eben danach. Ich bin aber nicht im Laden, du musst bei mir privat klingeln. Denn. Ja, naja. Na, du kannst ihn so haben, du kannst ihn ja auch weiter verschenken, wenn du nicht haben willst. Denn. Letztlich ist mir der dann gleich. Bloß ich muss das halt wissen, weil ansonsten verschenke ich den nämlich wieder an wen anders. Also verkaufen werde ich ihn jetzt nicht, weil der Laden ist erstens zu. Ich habe keinen Bock, mich da hinzustellen, um irgendwie einen Hänger für 30 Euro zu verkaufen. Ne? Das will ich nicht. Die Frage, du bist mir als erster eingefallen, ruf ich an. Fertig aus. Lass uns nachher quatschen. Das ist okay, aber am Telefon, ich muss jetzt auch weitermachen hier. Ja? Alles klar. Dann bis später. Ciao, ciao. Was ist denn das alle? 1000 Nachrichten hier. Akku schwach, okay. Videochat? Ja, Videochat funktioniert bei mir nicht. Kannst du vergessen. Mann, Telefon nervt so ab, ey. Wenn du noch einen Kumpel hast, der irgendwie. Depressiv ist, dann macht das keinen Spaß. Und alle musst du auffahren und aufbauen. Muss man nicht. Aber ich gehe wieder, wa? Ja, der Tommy fühlt sich immer verpflichtet. Scheiße. Was ist denn das für ein Leben? Ach, Herbert, Mann, du hast noch Schulden. Ach, Herbert. Mann, 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 ey. Der Nächste, der Schulden hat. Zettel ist hier noch gerade runtergefallen, da siehst du wieder, bumm, Schulden. Ach, kein Spaß. Wir sind doch gute Freunde, wir sind doch Kumpel.
Nein. Tante Paula. Das gibt's Erlaubnis. Tante Paula. Nein. Nein. Ich hab ihn hier. Ich hab sie hier. Ich hab sie hier. Ich hab sie hier. Ihr kleinen Ratten! Fuck, nee! Ich dachte mir so, ja, guck mal rein, vielleicht ist ja. Und BAM! Es ist. Buschmanns. Fuchs. Irgendwie. Weg damit. Es ist so geil. Oh, es ist so geil. Hammermäßig. Betriebserlaubnis. Tante Paula. Ich werde irre. Ist das geil. Hammer. Oh, ist das gut. Ist das gut. Oh Mann. Gott sei Dank, ey, ich habe einen Versicherungsschein wieder gefunden, den ich so lange Jahre gesucht habe und schon gedacht habe, mir hat jemand den geklaut. Aber den hat mir keiner geklaut, den hatte ich nur ganz ordentlich hier in der Kiste, wo wichtige Dokumente drin sind. Und, aber ich habe diesen Schreibtisch vergessen als Schreibtisch, weil er nicht mehr drüben steht. Er steht ja jetzt hier in der Wohnung. Der stand noch in der anderen Wohnung, da war unser Schreibtisch, da waren wichtige Dinge drin. Und dann habe ich den wegen Anouk, haben wir ja das Zimmer geräumt. Und jetzt ist es hier drin, durch Zufall. Total happy, das ist richtig genial. Ist das. So, jetzt hole ich erstmal eine neue Errungenschaft. Ich habe einen Stuhl gekauft. Ja, ich weiß, ich sollte so eine großen Sachen nicht mehr kaufen, aber irgendwie komme ich nicht von weg. Ich muss gucken. Also, der Stuhl. Da ist auf jeden Fall der Stuhl. I present my funny time today. My favorite day is Monday. Manic Monday. I present Monday. So, ich guck mal nach dem, was das für ein Stuhl ist. Muss ich jetzt mal sehen. Ich hab den gesehen. Ich kenn den. Ich hab den schon mal gesehen. Gott, ich passt.